verlierst. Ich hab schon gewonnen. Ihr wisst es bloß noch nicht. Wer als erster am Airfield ist? Von Straßen war nie die Rede. Zur Werkstatt, da warte ich dann auf euch. Ich dachte, wir fahren dieses Rennen nur zum Spaß. Und wir haben doch Spaß. Der letzte bei Shreps Autos. Da hört der Spaß auf. Wow, ich habe gleich seit dem Benito-Job nicht mehr so begeistert erlebt. Oder? Über den größten Job aller Zeiten? Aber klar doch. Dann leg ich mal einen Zahn zu. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Need for Speed Payback. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier geht's jetzt mit Nitro und Vollgas voraus. Achtung! Yeah! Sean McAllister ist auch dabei und ich bin der Saraza. Und mich hat EA gebeten, hier mal ein paar Videos über das Spiel zu drehen. Deswegen sind diese auch supported by EA. Ein krasser Sprung! Bel Air, Schätzchen, jetzt lernst du fliegen. Ja! Wir haben Startfreigabe. Die gute Karosse. Yeah! Großartig bin. Wie du magst. Die Schonfrist ist um. Und Jessica Miller darf natürlich auch nicht fehlen, die gute. Ebenfalls am Start. Uiuiui, das sieht mir ganz nach BMW M5 aus. Weiter geht's. Du wärst vielleicht sogar in Führung, wenn du nicht so ein Poser wärst. Da hast du nicht unrecht. Wir haben wieder den Charakter gewechselt. Ist euch vielleicht aufgefallen? Du hast es vollbracht, Jess. Mac zum Schweigen gebracht. Ich schüttle den Kopf vor Empörung. Denkst du immer noch, du gewinnst, Ty? Ich gewinne. Lustig. Muss man dafür nicht führen? Doch, aber erst im Ziel. Vielleicht kennt er eine Abkürzung. Ah. Whoa. Yeah. Nicht schlecht, Mann. Glaubt nicht, dass das nochmal so läuft. Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Wen haben wir denn da? Ach, Lina Navarro. Okay, Morgan. Du fährst die Beute. Und sieh zu, dass du es nicht versaust. Hab ich nicht gesagt? Lina Navarro ist der beste Fixer in Silver Rock. Yeah. Der Klang gefällt mir, Rav. Der gute Rav. Ist das alles dein Werk? Mit genügend Zeit und Hingabe verwandelt ein Künstler jede Schrottkarre in ein Supercar. Mhm. Rav ist wohl der Tüftler. Okay, Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt. Party? Trainieren, Mann. Los geht's. Trainieren ist mal angesagt. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal, hab's nur mal ganz kurz auf ein paar Messen anspielen können. Unglaublich, wie dieses Ding abgeht. Das musst du im Griff haben, wenn du den Job durchziehen willst. Unsere Beute hat doppelt so viel PS. Brad hat recht. Stelle sicher, dass du für den Coup bereit bist. Dein Job war es, Ty ins Rennen zu bringen, Navarro. Überlass den schwierigen Teil uns. Hey, Ty. Was wirst du mit deinem Teil der Kohle machen? Eins nach dem anderen. Jetzt erstmal der Job. Ich reiß mir hier seit 3 Jahren den Arsch auf. Weißt du, was ich damit mache? Ich hol den 65er Mustang meines Dads in die Stadt und restauriere ihn zum besten Driftwagen in Fortune Valley. Yeah. Heiliger Bimbam, der schleudert aber gut durch die Gegend hier, der Mustang. Mit dir? Erstmal werde ich meine Schulden abbezahlen. Und mit dem Rest eröffne ich dann vielleicht einen Laden. Das ist doch meine Antwort. Na schön. Ich besorg mir den perfekten Wagen, tune ihn bis zum Anschlag und fahr das ultimative Rennen. Das klingt doch mal nach dem Plan. Boah, Gegenverkehr. Was ist mit dir, Lina? Ich verschwinde auf diesem Drecksloch. Wo bist du hin? Nach oben. Was? Silver Rock ist doch super. Du kommst nicht aus The Barrio. Tyler und ich schon. Ach komm, aus uns ist doch was geworden. Klar, vor allem aus dir.
Junge, Junge, jetzt Nitro-Power. Da muss mehr kommen. Entspann dich, Lina. Du weißt, ich krieg das hin, sonst wärst du nicht mit an Bord. Du wirst ein Hypercar voller illegaler Fotos erklauen. Also sag mir nicht, ich soll mich entspannen. Oh, alter Schwede. Okay, hier geht's lang. Querfeld ein. Oh, der Handbremse. Das muss ich natürlich alles noch üben. Bin mit der Steuerung jetzt noch nicht ganz so perfekt unterwegs, wie man sieht. Aber hey, kriegen wir schon hin. Uiuiuiui, hier über Stock und Stein. Alter, holla, 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 die Weiche. Bereit, deine Sprung zu trainieren? Klar, ja. Wo bist du? Aus dem Weg. Oh yeah. Oh, buongiorno. Zack. Ui. Da lief doch. Mann, wenn du den Sprung beim Job hinkriegst, ist alles in Butter. Hoffen wir es. Unser Küken lernt fliegen. Ich bin so stolz. Eieieiei, die Entschuldigung, Pylone. Die wollte ich gar nicht mitnehmen. Vermisst du mich? Vor dir liegt ein perfektes Stück Straße. Hole alles aus deiner Kiste raus und versuch sie unter Kontrolle zu halten. Dachte schon, du fragst nie. Verdammt. Das war nicht gut. Oh Gott, jetzt Nitro nochmal. Komm, wir müssen den Anschluss wieder finden. Die können natürlich viel besser fahren, weil die sind Computerfiguren. Und ich bin voll der Anfänger noch. Aber hey, das macht schon Laune, ja, auf jeden Fall lang zu pesen. Auf die Prototypen-Tech in dem Wagen. Wenn wir ihn klauen, sind wir Legenden. Brad, ist mit deinem Käufern alles klar? Ja, aber sie kriegen ihn erst, wenn ich einen Blick unter die Haube geworfen habe. Ich musste all meine Beziehungen spielen lassen, um dich in dieses Rennen zu kriegen. Du darfst nicht scheitern. Macht euch keine Sorgen, Leute. Wir sind die beste Crew, die diese Stadt je gesehen hat. Wenn wir das hinkriegen, sind wir Legenden. Dann lass uns mal Geld verdienen. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Wer doch gelacht. Fortune Valley. Ein Spielerparadies in der Wüste. Hier kann man alles kaufen. Sogar Glück. Die Karten und Würfel überlassen wir den Reichen. Wir, die wir im Schatten der Casinos leben, finden unser Glück bei 100 Meilen pro Stunde. Billionaires Row, Silver Rock. Sind alle in Position? Jazz? Ich warte außerhalb der Strecke. Mac? Der Mac-Attack ist einsatzbereit. Du nennst deinen Truck Mac-Attack? Er nennt sich selbst so. Rev? Bring mir einfach den Wagen, dann erledige ich den Rest. Zeit, uns reich zu machen, Tyler. Ich hab das Ziel im Blick. Der Gambler ist hier. Ja, sexy. Ein perfekter Tag, um Rennen zu fahren. Marcus, der Gambler. Die Quote für deinen Sieg ist 4-1, mein Junge, aber ich weiß, dieser Prototyp kriegt das hin, vorausgesetzt. Du kommst mit ihm klar. Seine Elektromotoren und der Twin Turbo V8 liefern dir insgesamt 1500 PS. Ja, ich weiß. Wuhu, gut gemacht. Du hast dich informiert. Hör zu, ein zweiter Platz bringt mir kein Geld. Klar? Ich hab ein gutes Gefühl. Vermassel es nicht, Hotshot. Hat er Verdacht geschöpft? Nein, hat er nicht. Dann wollen wir mal. Wir haben eine kleine Mission. Wir wollen das Auto klauen. Und das wird heikel. Man sieht, hier geht es nicht nur um Rennen fahren, sondern auch um Diebstähle und den Königsegg, der natürlich richtig krank ist. 1500 PS, Freunde! Wow, was für eine Leistung dieses Ding entwickelt. Revs getunter Mustang ist nichts dagegen. Tyler, du bist für mich wie ein Bruder. Aber jetzt gerade hasse ich dich. Es heißt, du wärst der beste Racer der Stadt, Morgan. Beweis es. Der beste Racer der Stadt, ja klar. Mach dich bereit, Kai. Du musst den Sprung unbedingt mit hohem Tempo erwischen. Wir haben nur einen Versuch. Sobald du den Sprung machst, gibt es kein Zurück mehr. Heiliger. Mac, ich bin fast am Treffpunkt. Ich hoffe, du bist in Position. Ja, so gut wie. So gut wie? Mac? Halt einfach drauf und gib Gas. Vertrau mir. Oh, 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 oh. Ich mach mich dafür bereit. Alter Schwede, ob ich das hinkriege. Es ist soweit, Leute. Versaut es nicht. Bin auch noch ganz doll im Grün hinter den Ohren. Mac, ich bin fast da. Na komm schon, wir schaffen das. Oh, Entschuldigung. Abschussrampe voraus. Houston, wir heben ab. Yeah. Sprung mit einem 2 Millionen Dollar Hypercar. Ach, darf ich noch mal erwähnen, wie sehr ich dich hasse? Was du da fährst, ist bares Geld, Morgan. Bring den Wagen zu Rap. Wir suchen nach einem silbernen Königsegg.
Kira. Ihr Wagen ist extrem wertvoll. Jo, super, dass ich alles kaputt mache. Wir folgen den gestohlenen Regierer, Code 3. An alle Verfolgungseinheiten. Aufgrund des Wertes des Regierer muss die Festnahme ohne größere Schäden erfolgen. Da hat jemand gewunken, habt ihr gesehen? Ich hab Cops am Hals. Fahr weiter, ich bin gleich da. Okay, Handbremse ist dein bester Freund. Oh oh. Was zum Teufel machst du, du Kleiner? Wonach sieht's denn aus? Lass es. Was du auch vorhast, lass es sein. Du bringst den Wagen sofort zurück. Ist er sauer? Oh, stinksauer. Shit. Verdammt. Oh. Das waren mal eben 500.000 Euro. Also wegen dem abgebrochenen Spiegel. Nitro, komm. Verdammt. Wo bist du? Halt durch. Jess. Ich bin hier, Großer. Ach, die wären wir doch auch ohne Jess losgeworden. Entkomme den Cops. Boah, ist der da nicht reingeballert? Hätte ich mir gedacht. Probieren mich natürlich aufzuhalten, die Schweinepriester. Okay, jetzt Vollgas. Haben die Cops hier auch Nitro? Wie kann der so schnell sein? Weg mit dir. Oh, verdammte Axt. Okay, das war nicht so gut. Vollgas. Junge, Junge, Junge. Das ist die richtig reingeplättert. Ich dachte, ich könnte durch die Absperrung irgendwie durchpiesen, aber nichts da. Oh Gott, jetzt nochmal eine. Okay, Nitro, komm schnell. Ich will mich aufhalten. Irgendwie durchboxen. So geil mit der Zeitlupe zwischendurch. Das ist ja wie so ein Film. Wie ein Rennfilm. Fast and Furious und Co. Oi, 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 oi. Jetzt haben wir es geschafft. Da sind wir durchgekommen. Ist natürlich alles sehr arcadig und spaßig. Sehr praktisch. Ja, geschafft! Kein Problem für die Karosse. Dann bringen wir die Schönheit mal zu Rev. Oh, das ist wirklich eine Schönheit, der Königssee. Bring's zu Ende, Kumpel! Fahr schon, Tyler, ich kümmere mich um die Kopf. Gut gefahren, Morgan. Deine Crew war die richtige Wahl. Tyler Morgan, 23 Jahre alt, Mutter Sylvia Morgan, Vater leider unbekannt, keine Geschwister, 6 Monate Jugendhaft wegen Verkehrsdelikten. Ich bin der beste Racer der Stadt in einem der schnellsten Autos der Welt. Du kriegst mich nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher, Kleiner. Oh oh. Wir haben uns vielleicht mit dem Falschen angelegt, aber sei es drum, wir haben so ein geiles Auto jetzt hier, guckt euch das mal an. Was zur Hölle? Was ist los? Bin fast da. Jetzt gibt's Ärger. Rev. Die Street Racer sind hier, ich hab alles gesehen. Danke, Officer. Was hast du getan? Hat Rev nicht erzählt, was der Wagen kann? Meine Käufer zahlen ein Vermögen dafür. Damit kommst du niemals durch, Navarro! Die Cops sind unterwegs. Das Haus lässt schön grüßen. Hey, was ist passiert? Navarro. Mac, kümmere dich um ihn. Ich lock die Cops weg. Aber... Los! Dann wollen wir mal. Ran an die Arbeit, ran an die Buletten. Was machst du da? Zack. Ich locke die Cops weg. Bitte, das ist mein Job. Ich habe Navarro an Bord geholt, das ist meine Schuld. Bring Mac und Rev in Sicherheit. Ich höre den Polizeifunk ab und habe Revs GPS-Tracker. Lass mich dir wenigstens helfen. Fahr Richtung Kanal, aber beeil dich. Die Cops regeln den Sektor ab. Wow, alter Schwede, willkommen in Gesellschaft. Hei, 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 hei. Und Straßensperre okay, direkt voraus. Kommt schon, kommt schon. Vor dir sind Cops. Bieg rechts ab. Links über den Parkplatz. Ja, leichter gesagt als getan. Okay, nochmal hier schwungvoll rüber. Ist übrigens die Early Access Version, falls ihr euch wundert. Auf dem PC spielen wir das Ganze. Eieiei. Aber mit Gamepad natürlich, ist empfehlenswert. Boah, nicer Move. Richtung durch The
Wo bist du, Mann? Ist doch egal. Geht's Rev gut? Ich weiß nicht genau, Ty. Er schafft das. Klar, keine Frage. Er muss es schaffen. Bin fast da. Richtung Osten und nähert sich Lakeside. Zerstört. Die Person bewegt sich Richtung Osten. Zentrale, der rote GTR ist in den Kanal gesprungen. Boah. Zerstört, Stand 3. Ich bin die Cops los. Dein Plan hat funktioniert, Jazz. Du schlägst dich gut, Tyler. Aber noch bist du nicht in Sicherheit. Die Cops kriegen jede Menge Verstärkung. Sie regeln die gesamte Stadt ab. Und was macht ihr jetzt, ha? Jazz, ich hab Zivilfahrzeuge im Nacken. Was? Wo kommen die denn her? Sie kesseln mich ein. Und du musst weg sein. Tyler! Das hat ja super funktioniert. Was zur Hölle? Wo ist das Auto? Lina Navarro. Sie hat uns verarscht und bringt es dem Haus. Ach so. Du bist nutzlos. Viel Spaß im Knast. Obwohl, willst du Rache? Ich auch. Ja, das wird was. Du bist das Ass, aber ich spiele die Karten aus. Was meinst du damit? Hörst du, die Cops kommen. Du gehst in den Knast, oder? Arbeitest für mich und wenn es dann soweit ist, kriegst du, was du willst. Ist doch fair. Hab ich eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Steig ein. Das war's von dieser Folge von Need for Speed Payback. Weiter geht es dann der nächsten und vielleicht ist die ja schon da. Schau doch einfach mal in der Beschreibung vorbei. Da findest du eine Playlist. Außerdem gibt's hier noch ein kleines Gewinnspiel für alle Leute aus der Community. Schreib einfach in die Kommentare, wie du das Spiel findest. Und mit ein wenig Glück hast du die Chance auf einen von 3 Keys für Need for Speed für die Plattform PC, PlayStation oder Xbox. Viel Glück und bis dahin. There's something much bigger going on here. Jump!